herzliches Grüß Gott hier aus Anger zum Intersport Cup Finale 2019. Mit den so großen Namen sowie Gebold, Rotendorf, Neuseiersberg, Burgstall sowie Schwarzl Immobilien Prüfing heute zum Finale hier in Anger. Und hier begrüßen dürfe, darf ich den Herrn Richard Hirsch, der das Ganze organisiert. Und lieber Richard, eine Frage. Gibt es einen Intersport Cup 2020? Ich habe heute Vormittag noch mit dem Sponsor von Intersport, mit dem Leo Schieder gesprochen, und der hat mir zugesagt, dass er mich wieder unterstützen wird und nächstes Jahr den 6. Intersport Stocksport Cup geben wird. Die Mannschaften dazu sind ja alle sehr begeistert und sind auch sehr mit Engagement dabei. Gibt es noch für den nächsten Jahr noch Plätze oder wie kann man sich da bewerben bei dir? Wir haben sehr viele schon Vereine, die was sich angemeldet haben oder wollen mitspielen. Wir spielen jetzt zurzeit mit den 8-4er-Gruppen, also mit 32 Mannschaften. Und wenn einer ausfällt, dann ist die Möglichkeit, dass andere Mannschaften teilnehmen. Aufstocken ist sehr schwer, weil wie gehen wir dann weiter mit dem Achtelfinale oder Viertelfinale? Das Optimale sind die 32 Mannschaften. Wenn irgendeine Mannschaft einmal zurücktritt oder sagt, wir spielen nur mit einer Mannschaft, so wäre es, gibt ein paar Vereine, die mit zwei Mannschaften spielen, dann wäre es sicher noch die Möglichkeit, dass man dazu einsteigt. Alles klar. Dazu muss ich noch zu sagen, einen herzlichen Dank von allen Mannschaften, dass du das auch hast. Das ganze Turnier ist sicher nicht leicht, das Ganze auf die Füße zu stellen, und wünsche dir für diesen Turnier, bist du auch selbst heute dabei bei diesem Final Four mit Neuseiersberg, und wünsche dir zu diesem Spiel alles Gute. Danke, Richard. Dankeschön. So, jetzt habe ich meinen lieben Freund Alfred Rumpf bei mir, Bezirksobmann vom Bezirk Weiz. Und lieber Alfred, was wollt ihr zu diesem Turnier? Das Turnier, die ausgezeichnete Veranstaltung und die gute Vorbereitung für die kommenden Meisterschaften. Ich glaube, ja, das ganze Turnier, ich habe das Engagement von vielen Mannschaften, die sehr mit Ehrgeiz verfolgt, die ich gesehen habe. Was glaubst du, wie das Ergebnis heute ausgehen wird? Ja, ich schätze, der bessere wird gewinnen. Das ist eine gute Antwort. Danke, Alfred. Danke. Thank you.
Das war schon gut,
Thank you.
Ja,